Ja, hallo, grüß euch nochmal. Also ich ruder hier keineswegs zurück, aber ich möchte trotzdem etwas sagen. Habt bitte Geduld mit euch. Schön langsam beim Start. Eure Gedanken haben die Aufgabe, euer eigenes Licht zu erhellen, weil euer starkes weißes Licht wirklich alles in Kristallschwingung dreht und eindreht. Und das kann, wenn das alles so einfach wäre, dann würden das ja viel mehr Menschen tun. Wieso tun sie es nicht? Weil das gewaltige Kopfschmerzen geben kann oder weil das auch eine gigantische Müdigkeit erzeugen kann. Gerade da, wo man sich gerade gefreut hat, zum Sport zu gehen oder wo man gerade eine Runde schwimmen gehen wollte oder ähnliches, da zwingt einem die Müdigkeit dermaßen nieder, dass man nur noch absagen kann, sonst, oh, ich kann nicht mit, ich kann es im Moment nicht. Das kann eine ganze Weile ganz schön entmutigen. Aber bitte versuch dich daran zu erinnern. Es ist ein Versprechen, was du dir selber gegeben hast. Deine Gedanken erhellen dein eigenes Licht und dein Licht dreht alles in die Kristallschwingung ein. Und wenn das nicht passieren würde, könntest du niemals wirklich richtig unbeschwert und frei und glücklich sein. Andauernd kommt da irgendwas um die Ecke und du wirst irgendwie damit nicht fertig, schiebst es vielleicht nach hinten, denkst, nein Gott, so schlimm ist es ja nicht. Und dann auf einmal häuft sich das an. Deine Gedanken sind deine Trabanten, die ganz egal, was du gedacht hast, hübsch ordentlich um dich herumkreisen. Und die wirst du so schnell nicht los, bis du sie alle in eine höhere Schwingung bringst. Ich würde das nicht mit so einer felsenfesten Sicherheit behaupten, wenn ich nicht ein Beispiel vor Augen hätte und wir es praktisch vor der Tür haben. Sofern wir einen Fernrohr besitzen. Nämlich der Saturn. Die Wissenschaft rätselt. Wieso sind die Saturnringe so weiß? Wieso sind die da so weiß? Und wieso, wenn sie keiner sauber macht, wieso sind die da so strahlend weiß? Ich habe das auch lange nicht gewusst. Das war mir auch ein Rätsel. Also keins, was mich nun, wer weiß, sie verrückt gemacht hat. Aber ich dachte auch, wieso ist denn ausgerechnet die Ringe des Saturns dermaßen strahlend weiß? Woher kommt das? Kannst mit Sonnenwind erklären oder mit irgendwelchen anderen Einflüssen, aber eigentlich sticht nicht wirklich was. Aber dann fiel mir ein, was passiert, wenn der Saturn, wenn alles, was den Saturn ausmacht, denkt und alles in eine wirklich himmlische Ordnung bringt. Ich meine, die Ringe im Saturn bestehen ja aus lauter kleinen Asteroiden, die hübsch gemütlich alle schön hintereinander ihre Bahn ziehen. Seit Millionen von Jahren. Und wenn man sich das näher anschaut, dann sieht man, dass die Gesteine durchaus nicht einfach nur stocksteif da irgendwie einen Ring ziehen, sondern dass die Gesteinsbrocken in den Ringen durchaus sich herumdrehen. Aber woher kommt denn nun diese Drehung zustande? Na, offenkundig, weil diese Gesteinsbrocken etwas mit dem Saturn selbst zu tun haben. Und was ist jetzt, wenn das Innere des Saturns unglaublich starke Anziehungskraft hat und diese Gesteinsbrocken alle in seine Bahn zieht und sie aus seiner Bahn hält? Und was wäre, wenn das mit unseren Gedanken auch so ist? Saturn, das ist auch der altgriechische Name, heißt nämlich Kronos, und Kronos zieht eigentlich die Zeit, aber auch die himmlische Ordnung. Also alles war sehr geordnet. So geordnet, dass da keiner mehr aus der Reihe tanzte. Naja, das kannst du ja in deinem eigenen Leben selbst dir vorstellen. Wenn das immer so grau und grau ist, wenn das immer alles dieselbe alltägliche Routine hat und die einen nicht wirklich Freude macht, machst du auch keinen Spaß. Aber nicht wirklich Freude. Aber wenn du das alles in eine himmlische Ordnung bringst, dann bekommt das Ganze natürlich eine Kristallschwingung. Und das sorgt dafür, dass eigentlich alles in einer Reihe ist und alles ganz gemütlich vor sich hin seine Bahn zieht, aber trotzdem im Innern ist eine Menge los, und auch wirklich viel los, und da herrscht auch Party, oft eine Bombenstimmung, abgelöst durch eine gewisse Ruhe, die jede Party ja begleiten muss. Also dann ist die Party in der Regel aus und alle geht erstmal nach Hause und erholt sich wieder. Und am nächsten Wochenende geht es wieder los.
Eigentlich könnte man das von uns sagen, oder eigentlich ist es das, was ich mal bei Star Wars aufgeschnappt habe. Ich glaube im vierten oder fünften Teil, wo dann also der R2D so piepte da was und dann 3PO etwas irritierend. Jetzt geht's endlich wieder los. So ist es eigentlich mit uns auch. Auf einmal verstehen wir, okay, unsere eigenen Gedanken müssen unser Licht erhellen. Da darf kein störender Gedanke mehr dazwischen sein. Und wenn, dann wird er sehr schnell zum Schweigen gebracht, oder es wird eben, weil man auch weiß, okay, mein Denken ist das Feuer meines Denkens, das verbrennt innerlich alles, was da so gestört hat, und dann aber hops und raus hier, aber wie? Und das kann auch mit einem gewissen Temperament vonstatten gehen. Aber stets ist es etwas, was du erstmal mit dir selber ausmachst. Es ist nie etwas, was du mit anderen ausfechten musst, weil wenn alle anderen daran beteiligt wären, dann würde es im wahrsten Sinne des Wortes eine ziemliche Prügelei geben. Wozu? Wenn jeder damit beschäftigt ist, seine eigenen Gedanken wieder in Ordnung zu bringen. Und darum geht es ja auch. Also im Klartext heißt das, deine Gedanken erhellen dein Licht und dein Licht versetzt alles in Kristallschwingung. Und hier kommt ein Satz aus Macbeth, ganz am Anfang, wo sie dann sagt, wo der eine sagt, eine Hexe zur anderen sagt, ich gebe dir Wind. Daraufhin die andere, bist gut gesinnt. Eigentlich kannst du das zu deinen Schutzengeln sagen, zu deinen Lichtengeln sagen. Ihr gebt mir immer Rückenwind. Seid mir gut gesinnt. Und da sind sie auch. Je weniger störende Gedanken in deinem Denken vorherrschen, desto besser ist es natürlich. Und weil ich auch, was ist auch, die meisten Zuschauer, die ich habe, sind über 50, auch über 60. Einige, das ist eigentlich altersunabhängig. Nur in der Regel nimmt man sich mit 20 Jahren oder mit 30 Jahren nicht die Zeit dafür. Dann ist man dabei, den ganzen Mist anzuhäufen, den man später aufräumen muss. Ja gut, okay, dann machen wir es eben so. Aber wir tun es. Wir kommen an der Richtigkeit dessen nicht vorbei. Es muss einfach bei jedem Einzelnen selbst liegen, weil es einfach maßlos idiotisch wäre, also anzunehmen, dass da irgendwo eine Macht wäre und die guckt immer nach, ob wir auch ja uns ordentlich verhalten. Wieso ist ein anderer der Richter meines Lebens? Das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Das wäre auch völlig idiotisch. Und artet dann auch in einem ziemlichen, wie ich finde, eher an, also was das wieder mit dieses Gefrömmel widert mich wirklich an. Und es artet dann in einem ziemlichen widerlichen Gefrömmel aus. Und also alle sagen, ja, ich bin ja gerettet, weil Gott ja da ist oder irgendwie so etwas. Ich glaube ja an Gott. Ja, was nützt dir das denn, wenn du Gott glaubst, aber nicht seine Wirkungsweise kennst und sie demzufolge nicht umsetzen kannst? Ich habe ja schon mal gesagt, was soll Jesus mit einer Reihe schreiender Plärrender gehören? Und das ist der Grund, weshalb ich sage, ich bringe alles in eine Kristallschwingung. Und zwar, mein Licht tut das. Ich überlasse das meinem Licht. Ich könnte nicht alles selber in eine Kristallschwingung bringen. Das wäre auch mir zu anstrengend. Aber mein Licht könnte das. Und meine Gedanken erhellen mein Licht. Ich bin das Licht meines Denkens. Das ist aber nun jeder Mensch. Jeder Mensch kann denken und jeder kann durch seine eigenen Gedanken sein eigenes Licht erhellen. Und das tut auch jeder, bis es einem als Unmöglichkeit ausgeredet wird. Und das ist dann das, was wir jetzt nur zu oft für wahr gehalten haben. Ob sich da jetzt ein Wissenschaftler vor uns auftürmt und uns dann erzählt, uns ganz genau erzählt, was da nun ganz genau los ist. Oder ein Theologe erzählt mir da irgendwas, was er da in seinem Bibelstudium herausbekommen hat. Oder ein Pfarrer erzählt mir irgendwas, oder eine Nonne erzählt mir irgendwas, oder ein Sozialarbeiter erzählt mir irgendwas, oder sonst irgendjemand. Ständig erzählt mir jemand seine Ansicht seiner Welt. Ja, nur dass die ja mit meinen Ansichten nichts zu tun haben müssen. Dann gehöre ich auch nicht dazu, das ist richtig. Aber damit kann ich leben.
womit ich nicht leben kann, wenn ich auf ewig ein verdunkeltes Licht hätte. Und mein eigenes Licht nicht in der Lage wäre, alles in eine Kristallschwingung zu versetzen und alles in eine Kristallschwingung zu drehen, sodass ich wieder ein freies Leben haben kann. Da hätte ich echt Schwierigkeiten mit. Und gewaltige Probleme. Und das ist keine Option, dass damit hätte ich mal Schwierigkeiten, damit hatte ich Schwierigkeiten. Aber nur weil wir mal lange einen Weg gegangen sind, der nicht gerade zum Erfolg geführt hat, heißt es ja nicht, dass wir das nicht wieder ändern können. Also tun wir das auch. Aber ich möchte dich wirklich bitten, habe Geduld mit dir. Das ist nicht gerade wenig, was wir da aufgehäuft haben. Und ich sage ja, du bürdest dir nicht mehr auf, als du ertragen kannst. Und du wirst auch nie mehr aufzuräumen haben, als du selber in Ordnung gebracht hast. Das alte Echo der Vergangenheit, das ist manchmal lautstark. Und da denkt man, oh Gott, was habe ich denn damals bloß aufgeheizt? Es schien so verlockend. Es war so hübsch. Bisschen merken, dass wir den ganzen Mist wieder selber aufräumen müssen. Und Gott sei Dank nicht selber aufräumen müssen, aber wir müssen unser Licht so weit erhellen, dass unser Licht das alles wieder in die Kristallschwingung bringen kann. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, und ich dann denke, wann denke ich nicht nach, dann scheint es auch keine andere Antwort zu geben. Denn jetzt ist mir auch klar, aus welchen Gründen die früher immer so Bibelchristen und sowas gewesen sind. Weil wenn man in einer größten Konfusion steckt, dann will man nur noch raus. Egal wie, Hauptsache irgendwie raus. Und wenn man dann eben an Jesus Christus glaubt und sich das dann so zusammenreimt, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist, na egal, dann glaubt man eben daran. Hauptsache, man kommt selber irgendwie aus der Patsche raus. Ja, aber dann kommt der Zeitpunkt, wo man versteht, das eigene Licht muss sich aber erhellen. Und das kann ich nun mal nur, wenn ich mich selbst in den höchsten Tönen lobe. Jetzt kann ich nur, ich kann das immer sagen, ich bin das weiße Licht meines Denkens. Und natürlich bin ich der heilige Klang meines Lebens. Das können sicherlich die Menschen aus dem 16. Jahrhundert unmöglich gewusst haben. Aber heute können sie es schon wissen. Und es kommt die Zeit, wo es jeder wissen wird. Ich wollte das unbedingt sagen, weil ich mehr Likes bekommen habe und auch wirklich freundlichste Zuschriften, wo ich auch wirklich sehr, sehr dankbar bin, mich wirklich sehr, sehr darüber freue. Aber ich weiß auch aus der eigenen Erfahrung, und zwar von mir, dass ich von Dingen manchmal die Welt gehalten habe und dann krachte ich wieder runter. Und das alles nur, weil ich nicht verstanden habe, dass ich mich selber hochloben muss und nicht die anderen. Wie sonst soll mein Licht alles in Kristallschwingung setzen, wenn ich andauernd dabei bin, auf die anderen zu gucken? Das funktioniert ja nicht. Aber wenn unser Himmel, den wir alle so toll finden, nicht aus lauter Wesen bestehen würde, die dafür sorgen, dass ihre eigenen Gedanken ihr eigenes Licht so erhellen, dass deren Licht alles in Kristallschwingung versetzen, ja, dann weiß ich auch nicht, wo der herkommen soll. Die einfachste Antwort der Bibel lautet, das sind Gottes unerforschliche Ratschlüsse. Das ist immer das Einfachste, um die Menschen ruhig zu kriegen. Aber ich glaube, so unerforschlich sind die gar nicht. Es ist äußerst logisch und nachvollziehbar. Es ist für die Menschen nur so unbequem gewesen, dahinter zu kommen, dass wir wohl etwas unterlassen haben. Zum Beispiel, dass unsere Gedanken so formidabel sind, dass wir unser eigenes Licht erhellen könnten. Aber es kommt die Zeit, da wird es jeder wissen. Und wir bilden sozusagen die Vorhut. Wir fangen schon mal an. Bis dann auch der Letzte es begriffen hat, kann ein bisschen dauern. Aber ich wollte ehrlich gesagt nicht warten, bis auch der Letzte dann noch angezuckert kommt, weil er es auch mal begriffen hat. Ich dachte, ich fange gleich an. Und jeder, der es hören will und jeder, der das wahren will und jeder, der seine eigene Schwingung wieder formidabel hinbekommen will, wird es tun. Ohne Diskussion. Aber er hält auch alles aus, was einem an Gemeinheiten da noch entgegenkommt. Na gut. Alles in Kristallschwingung zu versetzen, ist großartig.
Es funktioniert auch gut, wenn deine eigenen Gedanken dein eigenes Licht erhellen. Das war die Krux. Wenn ich damit beschäftigt bin, anderen Vorwürfe zu machen, können meine Gedanken mein eigenes Licht nicht erhellen. Das funktioniert nicht. Ich hoffe, dass dir das was gegeben hat, was ich ja gerade gesagt habe. Denn wie du dann dein Wissen kommst, wie du dein Wissen erlangst, dass deine eigenen Gedanken dich selbst erhellen, dass deine eigenen Gedanken dein eigenes Licht erhellen, ist völlig Schnuppe. Wichtig ist nur, dass du dahinter kommst. Und ich bin ziemlich sicher, du kommst dahinter. Viele sind ja schon auf dem Weg dahin. Alles gut. Danke fürs Zuhören.